Das ist nicht gut gewesen. Nicht intelligent gewesen, Mann. Ich hätte nicht reinhüpfen dürfen. Ich wollte es eigentlich nur draufwerfen. Ich muss vorsichtiger sein. So. Loch Nummer 1. Ach, oh, ich bin doch dumm. Ich bin doch strunzdumm. Ich kann doch einfach... Zack. So. Und so. Ja, was versuche ich denn mit dem oberen? Ich kann doch die Schüsse abwehren mit so einem Kubus. Das ist viel intelligenter als das, was ich zunächst gemacht habe. Ich will da durch. Ich will da durch. Mann, nicht. Da hinten, gibt's da irgendwas? Nö. Also, gehen wir hier lang. Weiter durch den Gang. Und wahrscheinlich gibt es hier gleich einen Ladebildschirm. Sag ich's nicht? Ladebildschirm. Aperture Laboratories. Wow. Um konstante Testzyklen zu gewährleisten, simuliere ich auch nachts Tageslicht und Menge der Sauerstoffzufuhr Adrenalin bei. So verlierst du dein Zeitgefühl. Gestern war übrigens dein Geburtstag. Das interessiert dich vielleicht. Nö. Wen interessiert's? Hier ist Laser. Laser, Laser. Und diese Dinger müssen wir wohl alle drei berühren, weil die Schalter werden nur dann aktiv, wenn wir sie entsprechend berühren. Das heißt, wir lenken das Ganze durch zwei Teile durch. Und dann... lenken wir das Ganze hier durch. Perfekt. Und du in 60 Jahren tot bist. Ich habe ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für dich. Eher einen medizinischen Geburtstagseingriff. Also technisch gesehen ist es ein medizinisches Experiment. Wichtig Aha. ist, dass es ein Geschenk ist. Das bedeutet so viel wie... Was? Hallo, sag's mir. Ladebildschirm. Dein Overall sieht blöd aus. Das sage nicht ich, das steht hier in deiner Akte. Bei anderen sieht er gut aus, doch ein Wissenschaftler hat angemerkt, dass er bei dir blöd aussieht. Ja, das ist nicht gut. Aber was weiß ein kauziger alter Techniker schon von Mode? Er war vielleicht... Warte, eine Frau. Trotzdem. Oh, hier steht, sie hat einen Doktor. In Mode. Aus Frankreich. Fahre hoch. Suche. So, probieren wir mal was. Und tschüss. So, ihr Viecher, sterbt bitte. Woo! Hey, die knallen mich ab. Hilfe! Okay, geht doch. So, kann ich damit irgendwas abblocken? Ich glaube nicht. Da hinten haben wir ein paar Viecher, die ich aber nicht treffen kann. Da oben haben wir ebenfalls ein paar Viecher. Aber ich mach mal hier eins hin. Beziehungsweise ich mach mal hier eins hin. Ich meinte hier eins hin. Hier ist es nicht gefährlich. Da ist eine Schutzwand, okay. Ich muss da irgendwie rauskommen. Wenn ich hier hin und her hüpfe, dann passiert nichts. Aber im Endeffekt kann ich doch dann... Ah, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Okay. Ich gehe nochmal zurück hier. Und, ich kann doch irgendwie die hier mitnehmen. Das heißt, ich baue hier oben so eine Wand rein, die mich stoppt. Und dann muss ich hier schnell vorbeigehen. Uah, nicht töten! Mann! Ach! Suche. Jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich. Du stirbst. Ich muss zuerst hier eine Schutzwand aufbauen, sodass die mich nicht sehen. Und dann muss ich da oben erst eine Schutzwand aufbauen, sodass ich da drauf fliegen kann. Zack! Perfekt! Jetzt gehe ich hier hoch und kann sie, glaube ich, alle einfach mal so stirb, stirb, stirb und du auch. Tada! Und wie mache ich das hier? Ich glaube, ich mache einfach hier eine Schutzwand hin. Und dann gehe ich vorbei. Stirb. So, einfach geht das. Ich gehe die Liste der Testsubjekte im Hyperschlaf durch. Ich habe zwei mit deinem Nachnamen gefunden.
einen Mann und eine Frau. Wie klein die Welt doch ist. Was ist denn das für ein Video? So machen sie also die Patronen da rein. Ich glaube, das war von irgendeinem Trailer, den ich mal gesehen habe von Portal 2. Wie auch immer, es geht nach unten. Mal wieder. Und mal wieder der Ladebildschirm. Den kennen wir noch gar nicht. Wow. Im Korb hatten die immer unterschiedliche Ladebildschirme. Eine Überraschung auf dich. Aber ich verrate nichts. Nur so viel. Du triffst zwei Menschen, die du lange nicht mehr gesehen hast. Das ist doch was Tolles. Das freut mich. Vorbei hier. Gut. Da muss man irgendwie... Was passiert, wenn ich hier drauf drücke? Kommt ein Laser. Das ist gut. Krepiert. Boom. Boom. Und boom. Und nun... Ja, damit. Ich möchte Laser bitte permanent aktivieren. Tada. Nun nehme ich noch diesen Laser-Umlenkungsblock, wie auch immer der heißt, und knall die verbleibenden Androiden um. Zack, zack. Zack und zack. Gut doch. Und ich glaube fast, wir haben wieder mal die nächste Testkammer bestanden. Das hat sich komisch angehört. Definitiv komisch. Aperture Laboratories, wie gewohnt. Der nächste Test wurde von einem der Nobelpreisgewinner von Aperture erstellt. Ich weiß nicht, wofür der Preis war. Jedenfalls nicht für Immunität gegen Nervengift. Ich glaube, das war eine Anspielung auf den ersten Teil. Von wegen, Ach egal, wenn ihr Portal 2 Let's Play anschaut, werdet ihr hoffentlich Portal 1 kennen, also sage ich das einfach mal. Portal 1 hat GLaDOS die ganze Besatzung mit Nervengift getötet. Und deshalb war er wohl nicht gegen Immunität gegen Nervengift, dieser Nobelpreis. Und jetzt, wo mir gerade so einfällt, einer der Nobelpreisträger, sag mal, wie viele Nobelpreisträger hat der Aperture denn? Also da muss ich schon mal nicht hin. Ich muss allerdings da hoch, würde ich fast sagen, aber dann... Ah genau, warte mal. Wenn ich hier hingehe, kann ich da die Plattform öffnen. Allerdings muss ich irgendwie diesen Laserstrahl unterbrechen können. Und zwar muss ich diesen Kubus aus dem Laserstrahl hinausbekommen, wenn ich es möchte. Also hier hinten quasi... Probier mal was. Der Laserstrahl muss unterbrochen sein, sodass die Plattform unten ist. Und hier unten der Knopf muss gedrückt werden, höchstwahrscheinlich damit die Tür aufgeht, weil das ist da verbunden. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier auf die Plattform stelle und dann das Portal irgendwo anders hinsetze, dann wird der Laserstrahl zum einen nicht mehr unterbrochen und die Plattform fährt hoch und zum anderen wird der Knopf gedrückt von dem Kubus und die Tür geht auf. Perfekt! Ich denke, du denkst, ich habe deine Überraschung vergessen. Falsch. Wir gehen direkt darauf zu. Nach all den Jahren. Bei den Gedanken kommen mir die Tränen. Überraschung! Hurra! Aperture! Mal wieder Laboratories. Ich glaube, ich werde noch diese beiden Wörter ziemlich häufig sagen in diesem Let's Play. Teil 4, die Überraschung. Überraschung. So. Ich will da nicht rein. Überraschung in 3, Hilfe. 2... 1. Ich hab gelogen. Fick dich. Ach komm, falls es dich glücklicher macht. Sie haben dich als Baby verstoßen, also glaube ich kaum, dass sie dich sehen wollen würden. Ah, Mann. Wie kann man nur so assi sein? Das geht ja mal überhaupt nicht. So, da hinten ist so ein Kubus und da ist ein Laser. Und ich will den Kubus. Und dieser Roboter, der schießt mich sicher gleich ab, sobald ich hier außerhalb meiner Deckung bin. Das bedeutet so viel wie, hierhin.
Schnell. Hey. Wieso verfolgst du mich? Was gibt's da hinten eigentlich? Nüt. Da gibt's nix. Uah, Hilfe. Okay. Hm. Gehen wir mal hier hinter. Hier gibt's auch nix. Zumindest noch nix. Kann ich da hinten irgendwo was machen? Ah, perfekt. Dann, den Laserstrahl kann ich dadurch nicht unterbrechen, okay? Allerdings, wo ist der Schalter? Wo ist der Schalter zum Laser? Ich gehe mal hier wieder in die Mitte. Hem. Dahinter? Eventuell? Ich mache zuerst mal, da einfach mal ein Portal hin. Whoop. Ah, der Schalter. Prima. Klonk. Ah, und jetzt kann ich hier ein Portal und eine Brücke hinsetzen. Und, irgendwie muss ich diesen, diese Kubi stoppen. So. Ah, perfekt, hat funktioniert. Das ist gut. Dann begebe ich mich mal dahinten hin. Beziehungsweise dahinten hin, sodass ich nicht von dem Roboter getroffen werde. Und schnappe mir die Kubi. Du kommst mal her. Und ihr kommt mal dahinten hin. Beide. Und ich komme auch mal nach dahinten. Und was ich als allererstes machen werde, ist... Komm schon, Kubus. Dreh den Laserstrahl bitte. Perfekt. So, was ich als allererstes machen werde, du stirbst. Danke. Ich aktiviere erstmal die beiden. Es müssen insgesamt 4 Stück aktiviert werden. Das wollte ich nicht. Das wollte ich definitiv nicht. Kann ich den Laser irgendwo gegen eine Wand schicken, sodass ich dann nochmal ein Portal verwenden kann? Hm. Ich könnte theoretisch einmal den hier machen. Und ich könnte danach von da hinten die beiden anderen treffen. Jo, das ist gut möglich. Das heißt, ich brauche gar kein zusätzliches Portal. Dann dürfte dieses Rätsel auch gelöst sein. Ach, da ist auch noch so ein Schalter. Wir sollten besser deine Eltern anrufen. Jetzt kommt wieder so ein blöder Kommentar. Traurig, aber eindrucksvoll. Vielleicht waren sie Mitarbeiter der Telefongesellschaft. Ich könnte dich ohrfeigen. Könnte ich. Wenn ich neben dir stehen würde, GLaDOS. Tue ich aber leider nicht. Also geht es wieder in den Fahrstuhl zu dem unglaublich tollen Ladebildschirm. Ladebildschirm. Hey, wie geht's? Wow. Ich habe mich wieder in die alte Nanobot-Riege eingeschleust, die den Schacht neu aufbaut. Die sind winzig klein darum. Oh, ich weiß, Jerry. Nein, ich mach gerade Pause, Kumpel. Pause. Oh, halte durch, nur noch 5. Was, Jerry? Du kannst mich deswegen nicht feuern. Jerry, wenn deine Leute nicht so engstirnig wären, würden sie auch einen Nanobot von meiner Größe akzeptieren. Intolerantes Pack. Wir sehen uns vor Gericht wieder. Und du, halte durch. Noch 5 Kammern.